Dann retten wir mal die gesamte Zivilbevölkerung vor den Aliens. Gucken wir erstmal uns wieder das Gebiet an. Und auch hier muss ich sagen, das Gebiet wiederholt sich. Denn, ich glaube, es war eine Rettungsmission. Da musste ich diese Doktor, Frau, Professor Singh retten. Hatte mich hier oben auf den Bus positioniert und die Frau Singh war hier hinten. Und da musste ich sie retten. Ja, interessant, dass sich das Layout so schnell von den Maps wiederholt. Es waren jetzt 15 Missionen oder so. Und jetzt habe ich die ersten Wiederholungen, also besser gesagt schon zwei. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie, tja, wahrscheinlich doch reichhaltiger programmieren können, wenn sie es mit einem zufälligen Layout gemacht hätten. Hoffe ich mir für eine Fortsetzung, wenn es denn mal Terror from the Deep gibt, dass sie da doch ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Dass halt Spieler, die nicht straight die Story durchspielen, sondern auch drum rumforschen, nicht hier mit einem Standard-Layout abgespeist werden. Gut, aber genug gelabert. Rücken wir aus. Und machen wie üblich unsere langsam vorrücken Feldpostenstrategie. Aha. Gleich zwei von den Frosty-Mopeds, die Super Plus tanken. Oh Mann, ey. Schon wieder hier die Mutons am Start. Vor denen ich echt Respekt habe. Die haben ja nämlich, die haben mich zweimal bis jetzt getroffen, zweimal einen 9er Crit. Aua, aua. Naja. Gucken wir, dass wir die jetzt direkt hier weggebügelt bekommen. Trefferchance ist beim Weiben nicht so toll. Egal, nehmen wir den rechten. Und der trifft noch nicht mal. Und... Oh, die stehen ja hier alle käsig. Aber zum Glück sehen es alle. Nehmen wir den rechten. Schuss hat nicht gesessen. Alter Personalverwalter. Das gefällt mir gar nicht gut. Der Profi-Sunny. Oh Gott, hab ihn selig, ey. Das Rückgrat für meine Truppe. So. Ja, beides gleich beschissen. So, ein Muton ist schon mal weg. Bleibt noch der zweite. Bam! Ja gut, mit einem 13er Crit regelt sich das Problem quasi von selbst. Finde ich knorke. Dann kann ich ja hier auch weiter vorrücken. Feldposten bitte. Verflucht! Ziel verfehlt! Was tut's? Was macht es? Ja, sind wir denn hier in Mutant Paradise? Alter! Jo, du. Nee, nicht mit dem Commander. Nehmen wir nicht erstmal dich, dann haben alle Holo-Zielen. Das habe ich gerade nämlich schon wieder falsch gemacht. 41, 41. Dann ist mir das egal. Feuer mal auf den rechten. Oder welcher ist näher dran? Kann ich ja vielleicht. Tun sich beide nicht viel. Doch, der ist näher. Dann nehme ich den rechten. Dann kann ich bei dem anderen, beim linken, vielleicht eine Sturm- und Schuss-Action machen. Also den da wegmachen. Nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Den bitte wegmachen. 10% mehr, wie ihr seht. 75 der linke, 85 der rechte durch Holo zielen. Ja, dann feuer du auch nochmal den Ruf. Nicht mit dem Commander. So. Ach, der Commander kann nochmal. Ja, dann schießt er nochmal auf den. Oh. What the fuck?
Wen will das Ding denn einschüchtern? Weißt du was? Du schüchterst alle ein. Aber nicht mein Desperado. Ziel in Sicht. Uha. Kacke. Denn Desperado will Muton lebend. What? Fuck. Ja, nicht gut. Wegmachen. Also, dass das fehlschlagen kann, das Betäuben, wusste ich bis gerade nicht. Ja gut, ist halt auch eine prozentuale Chance, das ist richtig, aber... Oh, Alter. Da war die Kacke ja gut jetzt am Dampfen. So, Sunny, komm nach vorne mit dir. Und den Tag retten. Ach, Sunny. Bin aber Besseres von dir gewöhnt. Was machen die Aliens? Ah, die machen wieder Flup-Action. Sie verlagern den Angriff! Ja, fangen wir direkt mal wieder mit dem Sunny an. Den da hinten bitte. Der Profi-Sunny hat wieder zugeschlagen. Oh Mann, ey. Also wenn ich das Spiel irgendwann durch habe und der Sunny überlebt, kriegt er definitiv einen Orden von mir. Das ist der beste Sunny, den man sich vorstellen kann. Ah, herrlich. Ja, aber dann kriegen die anderen Holo-Zielen, Smokey, Feuer. Hab keine Mond, justiere Visier. So, jetzt kann nämlich der Commander nachladen, weil er keine Munition mehr hat. Dödel. Du könntest eine Sturm- und Sus-Action quasi aus Friedland machen, aber später vielleicht, wenn die anderen nicht treffen. Wen haben wir denn? Die Else sieht nix. Die sieht auch nix. Oh, da muss sie ja schon eine Sturm- und Schuss-Action machen, wa? Ja, komm, einmal zurück. Bis quasi vor die Haustür vom Alien. Ach, das macht ein Feldposten. Ach ja, du triffst mich ja nicht. Ich habe ja Reflexschuss, Reflexe hier, Blitzschnelle. Ach, das war das andere mit Ding. Naja, dann hier, ne? F2 neutralisiert. So, jetzt kann ich die anderen endlich ein Stückchen hier vorziehen. Ich ahne schwer. Oh Gott, bitte jetzt nicht diese Runde explodieren. Oh, bitte nicht hier der Krankenwagen und mein Frontschwein und Bumm und Soldat kaputt. Uah, Kacke. Wo möchte ich dich denn hinhaben? Na, geh mal da hin. Puh, der Wagen explodiert. Erst nächste Runde. Oder auch nicht. Aber. Cool. Das verzählt nicht dazu. Großartig. Ja, Glück gehabt. Dann weiter zum ursprünglichen Plan. Weiter ausschwärmen. Rekrut-Kanonenfutter. Geh mal bitte dahin. An. Und dann hier bitte Feldposten. Der Profi-Sunny lädt zur Sicherheit mal nach. Smokey geht hier mit nach vorne. Der Sniper. Geht auch mal ein Stück nach vorne.
Und dann haben wir dich noch. Du sprintest auch noch mit nach vorne. Dann haben wir nämlich das Sextett quasi komplett. Was war das für ein Geräusch? Jo. Rücken wir weiter vor. Oh, der hat keine schöne Position, das nervt. Der aber. Wir können uns kein Bild von dem Ding machen. Seine Bewegungen sind so unbeständig. What the fuck? Ein UFO, eine Disk. Max. Abschießen, erforschen, auch haben will. Kacke, jetzt geht's hier aber echt ab, ey. Hier, nachladen. Wo will ich denn hin mit den Scharfschützen? Ich glaube, der geht mal hinter die Banke. Ja, einmal kurz wechseln. Und feuern. Alter! Guckt euch die Lebenspunkte an. 15, 15, 16 Lebenspunkte. Ich glaube, da. Immerhin ist die Drohne weg. Hey, die haben doch gelitten. Wie soll ich denn die Gesundheitspunkte jemals davon wegkriegen? Ja, du kannst wenigstens nochmal drauf schießen. Mach mal. Ui, da ist ein dickes rotes Ding, was in der Luft schwebt und der trifft's nicht. Brille viel, Mann. Machen wir mit denen hier weiter Feldposten. Rekruten. Dumpfdödel. Und der Sunny-Mann. Tut, was Sunny kann. Genau. Draufschießen. Das kann nämlich Sunny eigentlich ganz gut. Ach, ich sollte ihn nicht so viel loben. What the fuck? Geh weg. Das Ding kommt echt live aus Matrix. Ja. Ich glaube, es hackt. So, als erstes möchte ich bitte mit Smokey drauf schießen. Oh, der Seppel sieht's wieder nicht. Aber meine Sniperin sieht's. Nein, ich möchte bitte. Ich könnte. Ach, ich kann nicht Raketen, wenn ich. Ne? Oder komme ich da hin? Hallo? Ah, jetzt zuppelt die Maus wieder rum. Nein. Ich komme da nicht hin. Ach, Mann, ey. Ach je, ich würde gern mit allen drauf schießen. Es gestaltet sich aber gerade ein bisschen schwierig. Aber da geht das vielleicht. Okay, dann gehst du nämlich da hin. Ah, jetzt siehst du es auch. Und die anderen kriegen dadurch Holozielen, das ist schon mal gut. Genau, jetzt kann nämlich der Sniper noch drauf bolzen. Genau.
Und du auch. Verdammt. Dödel, nicht den eigenen Männern die Deckung wegschießen. Ich habe keine Kugeln mehr. Also, du bist richtig schlecht geworden, Commander. Aber jetzt siehst du es wenigstens, weil der eigene Mann die Deckung weggefackelt hat. Oh Mann. Abserviert. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Ja Mensch, Cyberdisk-Kanone. What the heck? Ja, was mir jetzt nicht gefallen hat, dass die Mission beendet ist, weil ich meine eigenen Männer nicht mehr heilen kann und dementsprechend mein Sunny in der nächsten Mission wahrscheinlich verletzt ist. Und, antworte doch mal, ob bei euch der Perk gute Besserung funktioniert oder nicht. Ich würde den nämlich gerne nehmen, um die Lazarettzeit hier zu halbieren. Dass die immer krank sind, nervt nämlich gerade doch ein bisschen. Okay, wie gesagt, 8 getötet, keinen verloren. Ja, Leben gefangen genommen, wollte ich den Muton, aber das hat ja nicht ganz geklappt, leider. Dann halt tot. Wie auch immer. So, Pox ist 7 Tage krank und der Commander ist jetzt auch Colonel. Eine zusätzliche Rakete oder... richtet bei Deckungsfeuer und Flächenangriffen. Deckungsfeuer habe ich noch nie benutzt, ne? Ja, komm, 2 Raketen ist cool. Rocket Man. 2-0 quasi. Rekrut ist... Ach, wir haben 9 Unterstützer. Das finde ich ja Knorke. Der Ersatz-Sunny ist quasi da. Naja, kann zwar noch nichts, aber... So, Cyberdisk-Autopsie. Schweberleichen. Cyberdisk-Wrack. Drohnen. Lerium. Ah, 4 Mutants sind auch dabei. Die brauche ich ja später noch für die Forschung. Und 200 Wir bleiben in Kontakt, Geld. Commander. Ja, wir bleiben in Kontakt. Ich rufe auch mal wieder zurück. Bin ja nicht so. Das wird noch geforscht. Da wird noch gebaut. Was macht denn hier die Einrichtung? Irgendwas wollte ich machen, wo ich keine Kohle für hatte, ne? Da war was mit Energie für... Ein Kontrollzentrum, genau, das ging ja nicht. Das konnte ich auch nicht bauen, wegen Energie. Also muss ich warten, bis hier Energie gebaut ist. Psi-Training? Wie sieht's denn da aus? Die sind ja auch noch am Imba werden quasi. Dann können wir weiter vorspulen. Da ist meine Energie. Dann können wir... Wie viele Satelliten habe ich eigentlich? Ich habe noch 2 verfügbar. Und könnte sogar noch einen bauen. Ja, das müsste ich ja schon mal als erstes machen, weil ja gar keiner mehr gebaut wird. Technikabteilung, Einrichtung, Bau, kaufe Gegenstände. Satellit. Herstellen. Ja, einen. Was? Einen, genau. Wird gebaut. Passt. Dann wollte ich bauen, endlich hier dieses Einrichtungsmoped. Nö. Oder mache ich das hier? Mache ich das jetzt da oder mache ich das hier? Wie teuer war denn dieses Moped überhaupt? Hyperwellending. Dann könnte ich... Ja komm, ich baue jetzt hier dieses Hyperwellending hin. Ich muss es ja sowieso bauen. Weil dann sind meine Credits nämlich auch schon wieder
weg. Toll. Ja, dann spulen wir weiter vor. Kann ja hier nicht mehr viel machen. Ohne Geld. Brauch schon wieder Geld. Oh Mann. Verhöre den Sektoid-Anführer. Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Verhöre den Sektoid-Anführer. Psionik. Forschungscredits verdient. Ja, Mai. Da kann ich ja dann bestimmt jetzt hier viel besser Psionik forschen. Wie auch immer. Leichtes Plasma. EMP-Kanone. Cyberdisk-Autopsie. Wow. 4 Tage? 5 Tage? 12 Tage? Na, machen wir mal hier mit 2 Tagen mal so ein... die Disc. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Was? So ein Ding kann ich Leben fangen? Aha. Bin ich immer gespannt. Muss ich mir ausprobieren. So. Cyberdisk-Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Was? UFO-Verfolgung. Schub zur Herstellung verfügbar. Aha. Aktiviere dieses Modul während des Abfangs, um einen sofortig zeitlich begrenzten Schub der Verfolgungsgeschwindigkeit deiner Einheit zu erhalten. Das Modul... Sprachgicht. Das Modul ist nach einem Einsatz ausgebrannt. Mit seiner Technologie können sich unsere Satelliten auf die UFO-Verfolgung konzentrieren und kostbare Zeit gewinnen, um selbst die schnellsten UFOs abzufangen. Benutze die Option Baue, kaufe Gegenstände in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Ja. Nee, jetzt nicht. Bis jetzt sind die ja noch nie abgehauen, oder? Haben die meine Mopeds kaputt gemacht? Lehre, bitte. Projekt abgeschlossen. Das Projekt Schwere Waffenplattform ist abgeschlossen. Neues Projekt. Für neue Projekte habe ich kein Geld, aber ich will wissen, was macht das. Schon wieder verklickt. So, wo haben wir denn jetzt hier die Laser? Nee, da nicht. Da. Schalenrüstungskettelanzug. Da. Uwa-Schiff. 91. Aha. Aha. Ein Kasernenkapazität. Unser jüngstes Kommunikation, kleine Impulsantrieb, Fahrzeuge möchte über. Okay. Oha. Super Heavy Infantry Vehicle. Verstehe. Ein Kasernenkapazität. Meine Kaserne hat eine Kapazität. Aha. Wusste ich bis gerade noch nicht. Ach so. Verstehe. Tatsächlich. Also habe ich noch quasi 3 Stück frei. Ne? Aber gut, ich habe ja im Moment eh nicht genug Geld, aber ich wüsste, ich könnte, wenn ich wollte. Was ist denn Legierungsschiff? Die Integration von Alien-Legierung ist das Basissystem. Kann das Schiff den Soldaten entfernt mobile Deckung bieten? Eine Kasernenkapazität? Hoover-Schiff? Das kann fliegen? Verstehe. Und das ist das Basismoped, wa? Aha. Das ist das billigste. Das hier mit Deckung kostet schon ein bisschen mehr. Und das, was fliegen kann, auch. Und alle eine Kasernenkapazität. Also wenn ich die Kohle hätte, könnte ich von allen mal einen bauen. Aber kann ich halt nicht. Na gut, hier habe ich nicht genug Wracks. Naja, verstehe. Vorspulen. Was? 60 für 6 Schweberleichen. Ja. Ja, moi. Mach halt. Aha. Illyrium. Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Uah. Dieses Element herzustellen übersteigt unsere Fähigkeiten. Wir können nur... Was? Wir können nur verwenden, was wir in Raumschiffen und Stützpunkten der Aliens erbeuten. Projekt verbesserter Pulsbogen in der Gießerei verfügbar. Aha.
Wenn wir die Energie unseres Pulsbogen erhöhen, sollte das die Betäubungschance im Kampf signifikant erhöhen. Ja, so viel zum Thema, es kann nicht verfehlen. Kann es anscheinend doch. Jetzt können wir es verbessern. Ja, benutze die Option. Bla. Was nehme ich denn? Titanrüstung. Aha. Ja. Leichtes Plasmagewehr. Karabiner. Überhitzt. Bla, bla. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt nehme. Ja, machen wir hier nochmal mehr Bums. Und dann forschen wir mal weiter hier. Schwimmen wir weiter vor, wollte ich sagen. Eine Psi-Testfolge ist abgeschlossen. Ergebnisse anzeigen. Es hat noch immer kein Kandidat positiv auf den Test reagiert. Wir müssen auch die übrigen Truppen aus dem aktuellen Pool testen. Ja. Machen wir. Schicken wir mal neue Versuchskanickel da ins Labor. Wen fügen wir denn hinzu? Achso, die habe ich getestet. Die können schon mal nichts. Die sind ein Scharfschütze und ein Schwerer. Verstehe. Dann nehmen wir dich hier als neuesten Unterstützer. Dann nehmen wir... Oh, die anderen sind aber jetzt alle gerade nicht so, ne? Die würde ich nehmen. Ja, da warte ich noch mal 1-2 Tage, bis die wieder fit sind. Sonst habe ich ja eh ein Problem mit zu wenig Personal. Aliens terrorisieren Alexandria. Schwierigkeit des Einsatzes sehr schwer. Wenig Panik. Ja, Sky... okay, der Colonel ist wieder da. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Sky Ranger losschicken. Wen haben wir denn hier? Desperado mit Pulsbogen. Passt. Stalker mit Scope. Passt. Medikit Scope Mann. Passt. Smokey mit Splittergranaten. Passt. Der Schwere mit Splittergranaten. Passt. Und der passt nicht. Da ist die falsche Ausrüstung. So. Bewaffnung. Die legst du mal bitte ab. Ablegen. Ja, die da anziehen bitte. Ja, das kann aber halten. Der ist mir Wumpe. Entfernen. Oh, 3 Schwere. Könnte ich den ja vielleicht noch eine Knarre bauen, aber habe ich genug Geld? Ja, ich habe ja gerade auch Geld gekriegt, ne? Bearbeiten, Bewaffnung, Schalenrüstung. Zurück zur Einsatzbesprechung. Ja. Denn ich möchte nochmal kurz in die Technikabteilung baue, kaufe Gegenstände. Und da möchte ich bitte einen schweren Laser bauen. Das haben sie nämlich auch doof gemacht. Der hat jetzt natürlich meinen Typ, den ich gerade ins Psi-Labor gesteckt habe, mit der Ausrüstung ins Psi-Labor gesteckt, ohne sie zu deselektieren. Was bedeutet, ich habe eine Schalenrüstung und einen schweren Laser zu wenig. Naja. Bauen wir nochmal hier so einen dritten schweren Laser. Moped. So, fertig. Denn jetzt kann ich... Zurück in die Einsatzleitung. Alien Terrorangriff. Sky Ranger losschicken. Und dir vorher, aber bitte noch. Dista geben. Passt. So, 3 Schwere, ein Unterstützer, ein Sturm, ein Scharfschütze. Massig Bums quasi. Ja, und dann starten wir. Wir landen. Das tun wir. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Ja,
Alien-Terrorangriff in Alexandria, Ägypten. Finden Sie Zivilisten für die Evakuierung, minimieren Sie die zivilen Verluste und schalten Sie alle Gegner raus. Ganz der Buck Rogers-Style. Mini. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Genau, also am besten lasst ihr jetzt nur den Sunny schießen, denn der trifft wenigstens. Aber F10 verspeichern.